Excuse me, Lou. Oh, hello. Sorry to bother you again, but I was wondering, do you know if Carno had a child? Yes, he had a little girl, I think. Something happened to her, but I can't remember what. Why? Oh, that's okay. I was just wondering. All right. Have a nice day. Me too. Also Carno hatte auch eine kleine Tochter, auch das wissen wir schon, und sie weiß nicht, was mit dem Kind passiert ist. So, was haben wir denn sonst noch? Excuse me, Lou. Hello, Adrian. Can I help you? Well, I've been thinking about Carno. Do you know how he died? I don't know the details, but one night Carno and his wife Marie had a violent argument, after which they both lay dead. The police found them the next morning. That was in the late 1890s. Well, where's Carno now? I think he's buried in a tomb somewhere on your property, along with Marie. Now that's a scary thought. Oh, he can't harm you now. Unless, of course, you believe in ghosts. Well, I don't. Carno's dead and gone. Of course, dear, of course. Oh, I'm sorry. Thanks, Lou. You're welcome. Don't mention it. Also, Carno und seine letzte Frau Marie, die sind da irgendwie wegverstorben und in einer am nächsten Morgen hat man beide tot aufgefunden irgendwie. Und die liegen beide halt bei uns auf dem Carno-Wasch-Anwesen in der Gruft. Und naja, sie sagt dann auch halt, er ist gestorben und er ist weg. Ja, das sieht man, dass er weg ist. So, Lou, einmal darfst du noch und egal, ob du da noch was zu vertöllen hast oder nicht, einmal hören wir dir noch zu und dann ist Schluss, dann hauen wir hier wieder ab. Oh, hi, Adrian, can I help you? Oh, no, thanks, just looking around. Okay, let me know if you need me. Okay. Okay, wir sind durch mit ihr. Wunderbar. Tut mir immer noch leid, dass ich ein Gespräch übersprungen habe, aber man hat schon gemerkt, die Gespräche sind eigentlich mehr so... Boah, sie sind halt da. So, dann würde ich sagen, verschwinden wir jetzt hier mal einfach und werden mal schauen, ob wir bei dem guten Malcolm was erreichen können. Da müsste doch jetzt eigentlich, genau, wuff, wuff, wuff. Hallo Hund. Und dem Hund geben wir jetzt einfach mal den alten Knochen, den wir da kostenlos entwendet haben. So, hier, Knochen, für dich, Hund, weg. Dog. Nice doggy. Genau, Doggy. Snoop Doggy. So, Tür. Dann wollen wir doch mal sehen, ob wir mal mit dem alten Malcolm nicht mal einen Schnack halten können. Langsam geht die Tür auf. Ja, hinter dir schließen, Mädel. So, und dann wollen wir doch mal sehen hier, was wir hier jetzt noch erreichen. Oder halt auch nicht. So, klopf mal an hier, junge Frau. Hello? Oh. Yes, what do you want? Ma'am, I just bought the old Carnavash estate. I understand the man who lives here, Malcolm, I think his name is, used to live there as a young boy. So? Well, I was wondering if maybe I could speak to Malcolm about his experiences there. I have a lot of questions to ask him about the place. No. Mr. Warmshadow is a very old man. I don't see any reason for you to come in and upset him with unpleasant memories. But I said no. Oha. Also kurz gesagt, sie will uns nicht mit ihm sprechen lassen. Na gut, dann hauen wir halt wieder ab. So, ja, irgendwie gewohnheitsmäßig lege ich die Hand an WASD. Völliger Schwachsinn gerade. So, mach auf die Tür, mach zu die Tür. Ja, langsam. So, dann wollen wir mal wieder in unsere alte Carnowasch-Behausung zurückkehren. Und dann wollen wir mal sehen, was da so passiert. Und nicht vergessen, die Maus bewegen. Oha, Alter, der hat auch schon bessere Zeiten gehabt, der alte BMW. Lippa Wompset, das ist auch ein Name. Also da möchte ich, vom Ding her würde ich da schon gar nicht hinziehen wollen.
So, ausgestiegen. Und in Grundstellung. Oh, die Garage ist auf. Oder hier Scheune. Dann würde ich sagen, gehen wir da doch mal rein und gehen wir mal uns ein bisschen umgucken. Was hier? Bedrohliche Musik. Hello? Hi. Somebody in here? Ne. Da oben kruschelt was, aber hinkommen können wir nicht. Aber wir können hier mal klicken. Was haben wir denn da? Die Leiter wurde wohl eindeutig nach oben gezogen, würde ich sagen. So, was haben wir hier? Können wir auch noch mal ein bisschen gucken. Tja, aber machen können wir da auch nicht viel. Ist hier noch irgendwie... Das ist das Gleiche. Alte Kutsche hier. Ich meine, was die hier auch für Reichtümer hätten, ne? Also so eine Kutsche. Ich meine, naja, und dann die ganzen Bilder und so. Ah, hier unten ist nochmal extra. Was geht da so? Hello? Da war jetzt ja nicht so spannend. Ah, wir können aber reingehen. Was wird uns da erwarten? Gott, Spaz! You scared me. Not a nice kitty. Ja, oh, nice kitty. That. Schlaf weiter, kleines Kinderherz, schlaf weiter. Hab ich mich erschrocken. Tja, da hat die Katze uns aber guten Schrecken eingejagt. So. Ja, dann war das wohl die Katze, die da oben rumgeraschelt hat. Oder was? Oder what? Muss ja jetzt dann vorbei sein, die Raschelei da oben. Gucken wir doch mal. Ja, Raschelei vorbei. Ja, gut. Nur halt, dass die Leiter da hochgezogen wurde. Bisschen merkwürdig. So, können wir hier sonst noch was? Ah, wir können hier noch nach links gehen. Und was ist hier? Hier hat sich einer häuslich niedergelassen, oder? Hä? Don, don't scare me like that. Hey, I'm just trying to keep you on your toes, Adrian. You never know who will be sneaking around this place. Sneaking around like you? Can't you see? We're not alone on this island. Probably just some vagrants. I doubt they're even here anymore. They better not be. Because if I catch their asses around here... Don, don't. Come on, honey. They're probably gone. You know, we always have our trusty watch cat's paths. Yeah, right. Also, er ist der Meinung, dass hier Leute rumschleichen und sie sagt, die sind wahrscheinlich schon gegangen. Ja, wollen wir mal gucken. Und sonst so? Don? Yeah. I've got something to give you. What is it? Ja, was will ich dir geben? Pass auf, ich geb dir den Abflussreiniger. Let's see. What was it? Well, until you decide, I've got work to do. And I don't want you hanging around out here, Adrian. I want you to stay up at the house. Oh, der Mann des Hauses hat gesprochen. Er möchte, dass sie im Haus bleibt. Okay, ich kann ihm den Abflussreiniger nicht geben. Können wir sonst noch was machen? Nein, können wir nicht. Wie weit sind wir mit dem Kapitel? Oh, fast durch. Oh, Donnerwetter. Wo war denn jetzt nochmal? Speichern? Spielen.
Nein, pass auf. Speichern. Aktuelle Position. Gut. Würde ich sagen, geht's halt da weiter. Das Kapitel nähert sich dem Ende. Ende. Joa. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein ins Haus. Das ist ja das, was Don gerne wollte, dass wir im Haus sind, beziehungsweise im Haus bleiben. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal in den ersten... Ach, die Musik hat auch aufgehört zu spielen. Oh. Das kann sein, dass einige Videosequenzen sich jetzt wiederholen, weil ich ja den einen Spielstand wieder aufholen musste. Leider Gottes. So, würde ich sagen, gehen wir einfach mal hoch, gucken mal, ob er in seiner Butze da ist. Und wenn er in seiner Bude da ist, dann geben wir ihm doch einfach mal hier den alten Abflussreiniger. So, mal anklopfen. Anklopfen, habe ich gesagt, nicht an der Tür reißen. Damn it, it's locked. Zugeschlossen. What do you want? I'm busy. Come on, Don. Here's the drain cleaner you requested. Jeez. Yeah. Thanks. Bitte. Arsch. Honey, are you feeling all right? Is your head still hurt? Adrian, leave me alone. I'm fine. Well, how about a little dinner? You could come downstairs and help me. We can make a little pasta, maybe some salad, a little vino. Yeah, sounds great. Call me when it's ready. Sie fragt ihn noch, kannst du mir beim Abendessen helfen? So ein bisschen so. Und er sagt, ja, klingt gut, das Abendessen. Alter, ruf mich, wenn's fertig ist. Ja, das Kapitel endet hier. Wir wollen weiterspielen. Kapitel 3, Donnerstag, 20. Oktober, 12.30 Uhr. Ein toller Tag für ein Picknick. Findest du nicht auch, Liebling? Ja, vermutlich. Es tut so gut, dich da mal aus der Dunkelkammer rauszubringen. Heißt das? Ich habe zu arbeiten, Adrian. Ich bin noch nicht fertig. Don, es kann warten. Du brauchst mehr Zeit, um dich zu entspannen. Du bist so abgespannt. Ich habe Termine. Kannst du das verstehen? Ich werde nicht wie ein König behandelt, wie du von deinem Herausgeber, der dir nur den Hintern küsst. Don! Wieso sagst du das? Natürlich verstehe ich deine Termine. Liebling, was ist denn los? Ah, nichts. Nur ein bisschen Kopfweh. Aber... Ich gehe und leg mich hin. Vielleicht hast du recht. Ich brauche etwas Ruhe. Das war's mit dem Picknick. Hm? Ein Perverser, der sich hinter dem Baum versteckt. Wohl nicht. Ja, Decke schön zusammenlegen und mit rein in den Koffer. Ja, siehst du, oben rauf auf die Weintrauben. Passt schon alles irgendwie. So, wir gehen jetzt mal hier Bäumchen gucken. Da ist ja doch ein Pixelgestalt hinter. Eine Pixelgestalt. Oh Gott, wie das Spiel heute aussehen würde. Mein Gott, nochmal. Aber das dürfte nicht neu aufgelegt werden, auf gar keinen Fall. Das würde alles zerstören. Keiner da. Who are you? I'm Cyrus. Me and
in the bar.